Während des Einlaufens von U-564 in den Kriegshafen von Brest am 18. September 1942 erkannte der Kommandant, Korvettenkapitän Suren, auf einem Prahm, an dem das Boot festmachen sollte, seinen Freund Hein Uphoff, der ebenfalls U-Boot-Kommandant war. Auf der Pier drängten sich eine Musikkapelle, eine Ehrenkompanie der Marine, mit Blumen winkende Damen, Heeresoffiziere, sprich viele Soldaten in Grau und Blau, sowie Arbeiter, die alle stehen und liegen ließen, um bei der Begrüßung mit dabei zu sein. Suren fragte Kapitänleutnant Uphoff mit der Flüstertüte und gedämpfter Stimme: Hein, Hein, sind die Nazis noch am Ruder? Der Flottillenchef erschrak und winkte ab. Als seine Frage mit einem Ja beantwortet wurde, befahl er unverzüglich: Beide Maschinen äußerste Kraft zurück! Und tat kurz so, als ob er das U-Boot zurück in den Atlantik bringen würde.